In Medjugorje und ich bin mit, wie heißt du? Ich bin Marta. Marta, schön dich kennenzulernen. Bist du auch aus München? Ich wohne in München, aber ich bin Slowakin. Du bist Slowakin, wunderbar. Ja. Und wann bist du das erste Mal nach Medjugorje gekommen? 96, 97, also und dann nochmal zwei Jahre, also die ersten drei Jahre nach dem Krieg. Bist du gekommen? Ja, aus der Slowakei erst noch. Aha. Mhm. Und wo hast du das erste Mal von Medjugorje gehört? Eben aus der Slowakei, da gibt es eine Gemeinschaft Dominikaner und die haben jedes Jahr die Reise eben organisiert und ich bin mitgekommen. Wow. Und was war deine erste Erfahrung in Medjugorje? Ja, wirklich Himmel auf der Erde. Also. Himmel auf der Erde. Wie kannst du das beschreiben für dich persönlich? Hast du irgendwas persönlich da erlebt? Nein, da war einfach viel Freude. Wow, genau so ist es, oder? Ja. Viel freudige Menschen, oder? Mit schönen Augen. Und ja, unsere Gemeinschaft war auch einfach gut. Aus der Slowakei mit den Dominikanern. Und ich kannte die alle als Rosenkranzgebet und deswegen. Also du warst vorher auch schon eine Rosenkranzbeterin? Ja, richtig. Wow, unglaublich. Und das ist wunderbar. Was würdest du Menschen empfehlen, die nach Medjugorje kommen wollen? Warum sollen die nach Medjugorje kommen? Ja, wenn das einen hinzieht. Ja. Also ich fühle das auch jetzt, ich bin jetzt hier sozusagen gerufen worden. Von der Mutter Gottes auch. Ja. Wir beten ja in München den Rosenkranz, jetzt gerade ist er intensiv, also Rosenkranzgebet, Deutschland betet und ich bin auch dabei und dann irgendwann kam, ich will jetzt aber bald nach Medjugorje, das habe ich so gespürt. Und warum willst du immer nach Medjugorje? Was ist so besonders an Medjugorje? Ups, ich habe gerade mal die Kamera runter, weil ein Auto kommt. Ja, das macht nichts, aber auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass hier viel, was man hier Mutter Gottes bringen kann. Aha. Genau, und haben wir jetzt Pause? Nein, das ist okay. Kannst du mich weiterziehen, ja? Genau. Und dass ich hier vieles ablegen kann und man bekommt einfach den Frieden dann im Herzen, dass man hier alles lassen kann. Meine Sorgen. Weil ich bin mir sicher, dass die Mutter hört, was einen beschäftigt. Ja. Genau. Du hast also auch gesehen, dass du hast Probleme hier abgelegt und die wurden auf jeden gelöst. Fall. Ja. Interessanterweise vieles über Deutschland, wo ich hier ablegen konnte. Am ersten Tag habe ich den Rosenkranz gebetet und jede Station dürfte ich ein Anliegen, egal ob Regierung oder Bischöfe oder Priester, hier ablegen und das würde immer besser. Und bis zur Mutter Gottes habe ich einfach gespürt, dass ich hier alles lassen kann. Wow, wunderschön, was du da erzählst, unglaublich. Und da kann ich einfach nur Danke sagen für dieses schöne Interview. Oder möchtest du noch irgendwas den Leuten sagen, was besonders ist am Bad Medjugorje? Ja, komm und seht einfach, lasst euch einfach inspirieren und kommt einfach zur Ruhe. Besucht die Orten hier, die Gnadenorten und ich bin sicher, dass ihr auch wieder verwandelt werdet. Ja. Das macht einfach die Seele rein. Vieles kann man hier lassen. Ja. Wow, wunderschön. Das sieht man an deinen Augen, an deinen strahlenden Augen. Ganz lieben Dank für das Interview. Ich danke dir auch.